In Braunschweig hat das sechsköpfige Lilien-Team ein hocheffizientes Wasseranalysegerät entwickelt, das die herkömmliche Vorgehensweise revolutioniert, keine Fehler zulässt und einfach zu bedienen ist. Wir sind eigentlich mal damit gestartet zu sagen, wir wollen es jedermann ermöglichen, die Wasserqualität selbst messen zu können. Also ansonsten braucht man ja da quasi eine Ausbildung oder ein Studium als Chemiker. Und wir haben gesagt, nein, das muss mit den heutigen Methoden nicht mehr so sein. Wir haben das alles quasi ins Lilien reingepackt und wollen das quasi, das Lilien so weit ausbauen, dass das, sagen wir mal, in 5 oder 10 Jahren für jedermann möglich ist. Die Zeitersparnis mit Lilien ist enorm hoch. Über eine App bekommt der Nutzer schon nach wenigen Sekunden die Messwerte von seiner Wasserprobe geliefert. Wenn man das Gerät von uns bekommt, muss man eigentlich gar nicht mehr viel machen, um sofort loslegen zu können. Man kann direkt die App starten, denn in der App wird direkt angezeigt, wie die Schritte sind, die man dann durchführen muss. Das heißt, man nimmt sich dann einen Sensorstick, führt ihn ins Gerät ein, steckt das Ganze dann ins Wasser, drückt auf den Knopf. Das war's. Den Rest macht das Gerät und die App führt einen durch die Messung und gibt ihm dann natürlich auch den Feedback zu den Messwerten. Aktuell ist es so, dass wir das Lilien-Messsystem fertig entwickelt haben. Wir haben es jetzt in 2019 in die Produktion gebracht. Das heißt, wir produzieren hier in Braunschweig die Messgeräte als auch die Verbrauchsmaterialien, die sogenannten Sensorsticks. Jetzt sind wir gerade seit etwa einem halben Jahr wirklich beim Markteinstieg dabei. Das heißt, Kunden testen unser Gerät, wir können Angebote machen, die ersten nutzen das sogar schon. Und ja, das freut uns natürlich. Ziel von Lilien Labs ist es, in der Zukunft auch Wasseranalysen im Trinkwasserbereich, in der Landwirtschaft und in der Industrie anbieten zu können. Die N-Bank setzt große Hoffnung auf die Braunschweiger Gründer und ihre Vision. Der Fall ist ein Lehrbuchbeispiel für Innovationsförderung durch Enzid. Hier arbeiten mehrere Investoren Hand in Hand, um eine echte Innovation made in Niedersachsen auf den Weg zu bringen. Zugleich stärkt das Unternehmen den Mittelstand vor Ort und es entstehen Arbeitsplätze in der Region.